Reik ist Visual Effects Artist und hat schon an ganz großen Produktionen auch mitgearbeitet. Da werden wir nachher einiges von sehen. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Also das heißt, dass diese gedrehten Szenen eben nicht komplett überflüssig waren, sondern schon noch genau, einen Zweck erfüllt genau. haben. Und es war ja auch immer so, sie haben ja diese komplette Verfolgungsjagd gedreht und haben natürlich dann nicht danach gesagt, okay, jetzt werden alle Einstellungen komplett ersetzt, sondern es wurden nur die wichtigen Einstellungen, wo es halt wirklich auffällig war, dass die Autos eben nicht so schön aneinander vorbeischlittern oder sowas, dass das eben dann nochmal neu gemacht werden musste. Aber ansonsten, ein Teil der Einstellung war natürlich komplett gedreht, nur neue Häuser im Hintergrund rein und das war es dann im Prinzip. I'm Tony Erdmann. I'm Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? Das ist alles unglaublich detailliert ausgearbeitet. Auch bei ihr, wenn wir auch jetzt da den Bogen zu Loriot spannen. Und auch hier lohnt es sich übrigens, den Audiokommentar anzuhören, wo sie und ihre beiden Hauptdarsteller darüber sprechen, auch wie oft die diese Szenen gedreht haben. Wie kleinste Details im Hintergrund dort eingebaut werden, die man wirklich nur mitbekommt, wenn man sehr aufmerksam ist. Ich glaube, ich habe den Film irgendwie nicht verstanden, weil ich fand da so gar nichts dran lustig. Und mir ging es so wie dir am Anfang so, ob ich den Film überhaupt bis zum Ende aushalte. Aber es hat sich bei dir nicht verändert. Es ist so geblieben. Ja, es ist bei mir so geblieben, genau. Und ich fand es halt toll, wie sozusagen die beiden Probleme so von beiden dargestellt wurden. Sie halt will da ihre Karriere machen und er will halt so ein bisschen mehr Kontakt wieder zu seiner Tochter haben und versucht alles mögliche. Aber ich fand es halt einfach nur nervig, wie er sich da immer seine Zahnprothese aufgesteckt hat und seine Perücke aufgesetzt hat. Er ist halt kein Schenkelklopfer, ne? Wo du jetzt denkst, du sitzt wiehernd auf dem Sitz. Ja, aber, das ist richtig. Aber da war nicht mal irgendwas zum Schmunzeln für mich dabei. Also. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.